Grüezi und herzlich willkommen zur Wanderwelt mit dem Thomas Compagno. Und der Andrea Meier. Heute freuen wir uns schon den ganzen Tag aufs Fondue. Nein, auf die Nacht. Aber wieso auf die Nacht? Das ist doch unlogisch. Auf den Mittag? Jetzt sagst du halt auf den Mittag. Ob jetzt Mittag ist Sport? Ja, nein. Wenn man um 10 Uhr losgeht, ist man um 12 Uhr wieder oben. Das ja, geht. Ja. Sind nicht alle so langsam wie wir. Grüezi und herzlich willkommen zur Wanderwelt mit dem Thomas Compagno. Der Andrea Meier. Heute freuen wir uns schon den ganzen Tag auf den Mittag. Wir sind unterwegs am Flumserberg und kommen das Flumserberg Fondue über. Ist das doof gewesen? Einmal ohne. Oder kannst du es rausschneiden? Dann musst du es früh abschneiden. Ja, genau. Okay. Das ist so wie die alte Knorrwerbung. Mutter bringt Suppe und der Papa sagt, fein gekocht. Irgendwie dunkel, ne? Es ist sehr dunkel. Heieiei. Mitten in der Nacht. Ja. Gehen wir wandern. Auch wenn es zuerst immer ganz furchtbar ist, so früh aus den Federn zu müssen, lohnt es sich das Aufstehen. Da kommt auch die neue Achtergondelbahn gerade noch mal anders zur Geltung. Da sehen wir jetzt gerade ein besonderes Exemplar, das von einem Künstlerkollektiv entworfen worden ist. Wir geniessen die Schneepracht, die vor uns liegt und wo der Winter, zumindest bis jetzt, nicht selbstverständlich ist. Und der Thomas, der freut sich noch auf etwas ganz anderes. Ja, der Thomas freut sich schon aufs Mittagessen. Ja, es gibt Fondue heute. Ein Geheimrezept. Finden wir noch raus, die Mischung. Ja, Käse jetzt drin. Auf dem Weg läuft man übrigens nicht allein. Hin und wieder wird man auch von einem Langläufer überholt. Und auch überquert man mal eine Skipiste. Der Winter ist für alle da. Und es gibt genug Möglichkeiten, ihn zu geniessen. Mir kommt spontan noch etwas anderes in den Sinn. Thomas, du bist ja Zürcher. Da. Nein, Bündner. 3, 2, 1, Schnitt. Thomas, du bist ja Bündner. Bündner sagen immer, am Flumserberg gibt es am meisten Zürcher. Das ist so, ja. Das sagen sie ein bisschen mit einem Knurren. Aber die St. Galler haben es, glaube ich, ganz gerne. Die lieben es, ja. Seit dem Zweiten Weltkrieg. Die allerersten Skilehrer, gerade mal zwei sind es, sind da oben am Flumserberg allerdings bereits 1933-34 tätig gewesen. Und auf der Brudalp hat es sogar bereits schon seit 1880 ein erstes Kurhaus gegeben. Man hat offenbar schon früh gewusst, was da für ein Naturschatz vor der Haustür liegt. Im Hintergrund sieht man bereits den Spitzmeilen. Wie ein Zuckerhut ragt er selbstbewusst in den Himmel rauf. Zeit für eine Pause und eine Begutachtung auch von diesen einladenden Holzbänkchen. Oben im Alprestaurant Banuel kommt dann der Thomas zu seinem wohlverdienten und langersehnten Fondue. Eine geheime Haus-Spezialmischung, die mit viel Leidenschaft hergestellt worden ist. Ein Käsefondue vor so einer Bergkulisse serviert überzukommen, bleibt ein besonderes Erlebnis. Ganz gleich, was für Temperaturen da aussen gerade herrschen. Eine Kulisse, die übrigens auch der Chefkoch, der Fredi Steiner, geniesst. Fredi, du kommst jetzt gerade direkt aus der Küche. Man sieht das mit kurzem T-Shirt. Ist dir das nicht zu kalt draußen? Nein, bei diesen Temperaturen ist es absolut angenehm jetzt. Jetzt haben wir ein wunderbares Fondue gegessen, eine Spezialmischung von dir. Was ist das für ein Fondue? Das ist einfach eins, das du immer gerne wieder nimmst. Einfach, wo du am Schluss, wenn du es gegessen hast, nicht das Gefühl hast, oh, jetzt habe ich genug. Ich möchte noch ein bisschen. Also,
Es ist ein geheimes Rezept, gell? Du sagst uns jetzt nicht, was da drin ist. Das sage ich nicht, nein. Okay, aber alle kommen und essen das immer wieder gern. Wir haben einen Haufen Fänge, die das mittlerweile kennen. Ja. Und was ist denn der Vorteil jetzt von diesem Fondue? Der Vorteil ist, es ist schön sämig und die Leute sagen immer, bis zum Schluss sämig und dann liegt es nicht auf. Wir werfen noch mal einen letzten Blick zurück aufs Alprestaurant Banuel und geniessen, dass wir jetzt ausnahmsweise nicht selber den Berg drauf laufen müssen, sondern in aller Ruhe können verdauen können. Also ich finde, das Fondue ist wahnsinnig gut gewesen. Es ist wirklich so, mir liegt es nicht auf. Bis jetzt. Ja, du schlafst ja noch nicht. Aber ich glaube, es wird am Abend nicht aufliegen. Das ist das Geheimnis vom Fondue. Oben auf dem Maschkenkamm sammelt sich langsam die Wolken an. Die Sonne wird bald wieder verschwunden sein. Die Skifahrer geniessen ihre letzte Abfahrt und wir freuen uns nochmal auf eine Bahnfahrt zurück auf Tannenboden.